Gut. Sabaton, Leute, gut vom Sound, oder nicht? Ach, was weiß ich, ich war nicht vor Ort. Ich kann nicht beurteilen. Aber kurios bleibt es. Na. Vielleicht war es ja sogar ein gewollter Effekt von Baby Metal. Wer weiß das schon so genau. Ah, noch einer. Oh, wer ist da schnell? Na. 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 Erwischt. Geht doch. Oh, der hatte Tempo drauf. Der hatte Tempo. Lass ich ihm. Der nicht, der ist langsam. Gehst du auf? Natürlich nicht. Da, da, da. Hallo, du Troll-Koboldo. Was soll ich nur ohne sie tun? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ganoff, ich habe Biscuit. Wirklich? Ist sie verletzt? Hatte sie Angst? Geht es ihm gut? Ist nicht wahr. Ja, ja, doch, ich hab's gemacht. Ich glaube heute Morgen ganz fix oder gestern Abend noch. Das habe ich tatsächlich gemacht. Das war eine Sache, die noch im Kopf hatte, was den Channel angeht. Es war schrecklich für uns beide. Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten diese Wilderer sie wohl lebendig gehäutet. Oh, nicht auszudenken. Zum Glück konnten sie sie rechtzeitig retten. Ja, ja. Ich kann es kaum erwarten, sie nach Hause zu bringen. Ich vermisse ihre anmutigen Tänze. Oh, so schön. Jetzt behalte ich sie natürlich, ne? Ist klar. Und das stimmt ja per se wahrscheinlich sogar. Aber er ist kein Mensch, er ist kein Zauberer, er ist ein Kobold und ein Haustier wegnehmen, das macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Aber das macht man. Ich schau mal Bilder, siehst du das Glas und die Zeit? Okay, ach, zählt nicht Zeit. Ich habe Zeit gelesen. Dachte, was mit einer Uhr oder sowas. Okay, Zeit, zählt. Nee, Ich gucke nachher rein. Nach dem Stream. Wenn der Preis stimmt, kriegen Sie da sie bin ich zurück. Neugierig. Ich, natürlich, für die Sicherheit meiner geliebten Biscuit ist mir kein Preis zu hoch. 1000. Oh, meine süße kleine Biscuit. 2000. Mein weißes, edles Mondkalb. Umso mehr du laberst, umso mehr Geld zahlst. Hier ist ihre wohlverdiente Belohnung. Wie ich schon sagte, Sie haben mir neue Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Obwohl ich Geld wollte? Merkwürdig. Sie haben mir einen Funken Zuversicht in die Zaubererschaft geschenkt. Geld? Wo? Was? Wie viel? Ich bin Ihnen ewig dankbar. 300. Oh, 300? Echt? Ich habe gerade 5000 ausgegeben. Ich brauche da Kompensation für. Oh, die Wette hätte ich glatt verloren, wenn ich den Fuchs gewettet hätte. Was denn? Kurin? Meinst du etwa, ich das Ziel für mich behalten? Und er sagte, ich mache das so, wie ich es jetzt gemacht habe, oder was? Revelio. Oh, da klingt was. Da klingt was. Es wird lauter, ich sehe es. Hab's gefunden. Stege des Eberkopfs. Diese Stege vor dem Wirtshaus Eberkopf bieten einen angenehmen Platz zum Sitzen und Entspannen, sofern einem das gelingt, wenn man einem Steinwurf von dem entfernt ist, was in dem zwielichten Wirtshaus vor sich geht. Meinst du, es ist richtig, das Opening von Sabaton zu senden, oder spoiler ich dann wen? Boah. Ich glaube mal, die Tour selbst, die sie gerade machen, die ist ja wohl kaum länger als ein halbes Jahr oder so und mein Kanal ist so wenig besucht. Kannst du ja mit Spoiler markieren und dann senden. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Da habe ich... Da, ja, mach das ruhig. Tja, Kurin. Ich habe genug Mondkälber und dieses Mondkälber... Ich finde die Mondkälber generell irgendwie doof. Irgendwie sind die hässlich. Daher habe ich da jetzt nicht so die Zuneigung zu entwickeln können. Und wie gesagt, man nimmt keine Haustiere weg. Das ist nicht okay. Das ist nicht in Ordnung. Da kannst du noch so ein böser Magier sein. Wer das macht, der ist ein Arsch. Und ich will kein Arsch sein, ich will nur böse sein. Aber kein Arsch. Lumos. Das sieht doch auch aus wie beim Eberkopf eben gerade, oder was? Gehen wir nochmal. Hallo? 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 Hab dich mal nicht so. Ja, das sieht mir sehr danach aus. Nur mottet hier nichts rum. Ah, Video ist zu groß. Sehr gut, okay. Typisches Problem von Discord. Ist zwar an sich ein geiles Ding und so weiter, aber natürlich kann man nur begrenzte Sachen hinschicken von der Größe her. Schwimm mal ein bisschen schneller hier, du Heini. Schneller! Schneller! Nicht anhalten. Truhe. Meins. Lumos. Kann passieren, war keine Absicht. Was jetzt? Er ist doch nicht hier gewesen. Doch, da ist sie. Da haben wir dich ja.
Mottilein. Nein, nein, Motti. Motti verloren. Ich muss woanders rumlaufen. Spring. Sag mal. Er macht gerade nichts. Protego Lumos. Nein, was? Lass mich in Ruhe. Hallo. Ich mach Inputs. Es kommen keine Inputs an bei dem. Alter. Okay, halt so rum. Mitkommen jetzt. Man kann es auch umständlich machen. Nicht wahr? So, da haben wir ihn. Auch hier muss ich gewiss rumlaufen, weil sonst zappelt er wieder rum. Dann ist das Ding wieder weg. Das muss nicht sein. Ab dafür. So. 5 Megabyte ein Video. Ja, gut. Das ist wirklich viel zu viel für Discord. Sorry für Caps, schrieb er. Aber so Caps, wie geschrieben waren, konnte man sehen, dass es keine Absicht war. Alles in Ordnung. Passiert doch. Ach was? Ach Quatsch. Ich habe ja auch keine Regel, die sagt, keine Caps schreiben. Was ich halt per se doof finde, wenn man nur in Caps schreibt. Wenn man mal einen Satz oder sowas oder irgendwas betonen will in Caps, ist das völlig in Ordnung für mich. Revelio. Damit habe ich kein Problem. Also haut rein, wenn ihr meint, das müsste mal sein. Das ist ja auch ein Stilmittel irgendwo. Wenn man das dezent benutzt, wohlgemerkt. Damit kann ich total leben. Na? Seid ihr im Streik hier? Gute Leute von Hogsmeade? Du gehörst mir, Demigeis. Ja, wenn ich mal reinkäme. Wenn ich da mal rein, komme ich hier rein? Nope, auch nicht. Ja, wie gesagt, Kurin, wenn man es nicht dezent macht, sondern nur so schreibt, ist es schlimm. Und dann ist es okay, das auch entsprechend zu bestrafen, ne? Aber in Maßen und Akzenten ist das völlig in Ordnung für mich. Ich mache es ja selbst manchmal. Ganz selten, aber es kommt vor. Finde ich jetzt nicht verwerflich. So, aber Aufträge und so weiter. Floßgras wollte ich nochmal machen. Siehst du, ich gehe dafür mal ganz in das... ganz was anderes. Ich gehe zum Raum der Wünsche. Geht hier inzwischen so gut? Läuft, ja. Was sagst du dem Zelt, Kurin? Ja, das muss Kurin beantworten. Da bin ich raus. Revelio. Ja, siehst du, ich habe noch hier für was. Hallo! Oh, schnieke Handschuhe, glaube ich. Die sehen vielversprechend aus. Sind auch ganz gut in der Offensive. Erhöhter Schaden mit Defindio. Habe ich gerade beides nicht? Aber sehen optisch nicht schlecht aus. Okay, nicht ganz so gut, wie sie hier aussehen, aber ist okay. Die nehme ich erstmal rein, würde ich sagen. Direkt so, wie sie sind. Passt für mich. Schön. Ein Cowboy-Hut. Oh! Gibt aber ordentlich mehr Verteidigung. Erhöhter Schaden mit Crucio. Und Crucio werde ich wahrscheinlich demnächst lernen, also gleich mal reinnehmen. Natürlich kann der so nicht aussehen. Das ist ja schrecklich. Wir wollen keinen Hut. Wollen wir nicht. Wo kann ich es upgraden? Ich glaube, das ging bei den magischen hier gewesen oder hier im Raum? Ich muss mal gleich gucken, wo genau das war. Oh, ist auch alles besser, aber das natürlich nicht, lustigerweise. Zerstörung. Confringo mache ich öfter mal. Das aber auch. Und Expelliarmus mache ich wahrscheinlich öfter als Confringo, weil der Fluchschaden noch nebenbei macht. Also ist das doch sinnvoller. Okay, klar, geht runter. Ich habe es auch schon verbessert. Das muss ich dann noch machen. Das machen wir auch. So. Ausgetauscht. Erscheinungsbild ändern. Gibt doch keine tollen Schals hier. Die passen einfach nicht zum Stil, den ich hier trage. Sowas schon eher. Wenn das schwarz wäre. Also normaler Schal hier. Ne. Einfach nur ne. Hier nichts weiter und hier auch nichts weiter. Aber soweit so gut. Kann man nicht klagen. So, was habt ihr alles Schönes geschrieben, gerade in meinen paar Minuten Abwesenheit? Noch nicht geschaut, nicht multitaskingfähig. Okay. Viel Raum, gibt es diesen Hitzestau und schon recht groß und beeindruckend. Doch, ich glaube, Hitzestau gibt es überall. Du kannst machen, was du willst. Auf dem Konzert sowieso. Okay. Was kann man noch Schönes machen hier?
Unsichtbarkeitstränke wollte doch jemand von mir haben, richtig? Also her damit. Und Test. Ich habe 3 Stück, also ich habe schon genug für die Quest. Das ist auch schon mal schön zu wissen. Keine Ahnung. Irgendwas. Damit da was passiert. Ich habe da jetzt keine speziellen Ansprüche an irgendwas. Und hier, ja. Das Einleben, da war's. So, dann gucken wir mal. Naja. Ich gehe erst zu den Tierwesen, sammle Sachen ein, denn sonst wird das sowieso nichts. Aber gut, ist ja alles hier in einem Schlag. Läuft. Hallo, meine Tierwesen. Halt. Halt, sag ich. Füttern und streicheln. Füttern. Ach, siehst du, streicheln habe ich nicht drin. Das fehlt hier. Dann nehme ich den dafür raus. Ist der nicht, ne? Nein, das wollte ich so nicht haben. So. Ja, willst auch was haben? Schon klar. Fressen ist das Tribble-Ding, du. Los jetzt. Oh, nicht bereit, nicht bereit. Komm, sei bereit. Ich bin auch bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Meine Feder. Oh, 5 Stück. Krass. Kommt man da mit der Zeit mehr von denen? Na du, unglaublich hübsches Gerät. Ah, Knuddelmuffs. Nee, das ist ja schon Luft. Ich meine, andere Viechers. Mondkälber, genau, das war das. Ich habe eins im Visier, guck doch mal hin. Gib mir all deine Sachen. Nein, das ist falsch. Hallo. Danke. Aber ja, tatsächlich habe ich hier bloß 2 von allen drin, obwohl ich ja mehr gesammelt habe. Das hieß ja auch, ich kann bloß 2 haben. Ein bisschen traurig bin ich trotzdem, sonst werden vielleicht doch ein bisschen mehr. So, du da. Halt mal hier. Nimm das. Ahahaha. Und dann... Ja, pick dir alles nach und nach raus, ist egal, ich habe ja Zeit. Ich glaube, wenn ich zuerst bürsten würde, wird es schneller gehen, kann das sein? Und gebürstet. So, einen Mondkalb habe ich noch und dann habe ich noch irgendwo. Ist das der da hinten? Ne, das sind Mondsteine. Wo ist denn mein großes Vieh, was ich jetzt geholt habe? Voila. Das Ding sieht so bescheuert aus. Ah, 5 MB weil vielleicht 4K-Aufnahme. Kann sein, aber Videos sind generell immer groß in der entsprechenden Qualität. Auch wenn es halt bloß Full HD oder keine Ahnung was. Wenn die Qualität stimmt oder die Megapixel stimmen letztendlich die Kamera, dann ist das Video groß. Und da kannst du dir auch mal vorstellen, wie groß so ein aufgenommenes Video von so einer 3-Stunden-Partie ist. Dagegen sind 500 MB noch lächerlich. Das sind dann etliche Gigabyte. Etliche Gigabyte. Das kannst du glauben. Ich sehe gerade, es geht ja noch weiter hier. Warte kurz. Ne, habe ich nicht. Keine eigene Karte dafür. Okay. Ich dachte, am Wasser wäre Schluss mit meiner kleinen Pokémon-Zuchtfarm. Aber doch, ich sehe offenbar nicht viel weiter als das. Oder? Ne. Dann ist hier Schluss. Aber wo ist mein anderes Vieh? Frechheit. Ich würde mal schätzen, ich kann generell erst mehr Viecher reinnehmen, wenn ich in der Hauptstory weiterkomme, wie so wie es aussieht. Ich habe hier auch noch eine Kröte gefangen gehabt. 2 Stück zu heißen, auch nicht hier. Ist ja doof. Das ist ja blöd. Aber damit kann ich leben. Wir gehen zurück, wenn ich es finde. Ah, gefunden. Cool. So, Samira schrieb mir gerade übrigens, 19.30 Uhr wäre sie da, also in 30 Minuten. Und was das angeht, schätze ich mal, heißt das, dann geht es 19.30 Uhr weiter mit Dead Island 2, liebe Leute. Ich würde noch ein kurzes Päuschen machen zwischendurch, aber das ist schon mal ziemlich sicher dann. So, verbessern. Plopp. Geht wieder nicht. Ein Fupa. Ein Fupa. Kein Plan, was das sein soll, aber ich hab's nicht. Krötenwarzen und Niffler. Die Krötenwarzen hätte ich theoretisch schon, aber ich kann sie halt nicht irgendwie nutzen. Das ist eine Sauerei. So. Das haben wir schon, ne? Und das ist, ja, soweit das.
Alles wieder aufgewertet und alles wieder schick. Toll. Freut man sich. Die Firma dankt. Was ich noch haben wollen würde. Ich glaube, ich konnte es schon. Nicht hier. Ich glaube, ich konnte es ja auch schon machen. So einen Pflanztisch hier reinsetzen, um mir selbst Pflanzen zu. Ach, hab jetzt sogar schon einen. Ich musste ja noch. Nee, was anderes. Topf leeren. Ach, egal, komm. Dann baue ich einen zweiten hin. Das weiß ich nicht ganz. Das ist wichtig. Ah, ich muss die rauslassen. Du hast recht, Turi. Ich muss die rauslassen. Okay. Hatte ich vergessen. Stimmt, da war was. Ich muss sie gedrückt halten. Ich hatte, ganz ruhig. Ich hatte eingesaugt oder ausgespuckt? Ich saug die ein. Nein, ich will nicht. Warte, Haar, was ist Haar? Ah. Ah, so, okay. Okay. So läuft das. Aber nein. Verkaufe Tier. Warte. Artenobergrenze. Ich habe da nur eins davon. Willst du mich rollen? Ich will ihn rauslassen. Hab da keine Artenobergrenze. Verarscht mich doch. Artenobergrenze wovon? Egal. Zumindest wissen wir jetzt, wie es geht. Nehmt das, die hungrigen Biester. Lasst uns Pokémon-Meister werden. Allesamt zusammen. Juhu, Pokémon-Meister. Komm, schnapp sie alle. Und der da auch noch. War der da? Ne, der da war's. So, gib. 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 So weit, so gut. Lasst mich durch. Okay, wieder was gelernt. Ob wir das merken, wissen wir noch nicht, aber wir haben was gelernt. Theoretisch. Menü und ich gehen sie schon wieder von einem zum anderen Ohr. Okay. Naja, das wird dann wohl mit der Story zu tun haben, mit der Artenobergrenze irgendwie. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Platzhalter-Symbol, Ausdruck, der gar nicht relevant ist, weil es nicht stimmt, aber. Ich schätze mal, so in die Richtung geht's wahrscheinlich. So. Botanischer Bücherschrank. Was soll ich denn damit? Ist ja doof. Botanischer. Kleinem Topf. Alles mit kleinen Töpfen, okay. Einen großen Topf irgendwo. Warte, wo ist der andere? Hä? Da. Wie waren die Farben zu ändern? F. Da, 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 da. Ja. Und Ende. Steht jetzt ein bisschen im Weg, aber das mache ich vielleicht bei Zeit nochmal besser. Mal sehen. Flussgras. Falsche Topfgröße. Das dazu. Heißt aber, ich kann was anderes hinsetzen. Zum Beispiel Malvenkraut, denn das klingt mir sinnvoll. Malvenkraut drauf zu packen. Ne? Hab ich da was mit großen Töpfen? Ich glaube nämlich nicht. Kaufen. Ach! Kleine Töpfe aber auch alles bloß. Alles muss kleine Töpfe hier. Alles muss klein. Okay. Das ist ja doof. Ich glaube, du kannst eine bestimmte Anzahl verschiedener Arten in deinem Garten versammeln. Ja, das mag sein, aber das Ding ist doch ein Unikat gewesen bisher. Und schau gerne mal nach, ob du größere Tische irgendwo hast. Ja. Tische habe ich größere, aber alles muss mit gleichen großen Töpfen, wie gesagt. Und hier die Topfgröße wäre nicht. Aber ach, warte. Hier kann ich nochmal auswählen. Okay. Und ja, Wälzer und Schriftrollen. Vielen Dank. Das habe ich nicht geahnt, dass es das da gibt. Aber okay. Auch das wissen wir jetzt. Dann gehe ich da mal fix hin. Gerade Schriftrollen ist da, ne? Genau. Wälzer und Schriftrollen. Verzeihung. Reise. Ist ja nicht viel.
Sind eigentlich 15.000 Schritte und Sprünge für ein Konzert viel? Ich würde sagen, nein. Keine Ahnung. Er hat da kein Schrittziel angehabt bei Konzerten bisher. Ich weiß, beim Maiden-Konzert damals bin ich unglaublich viel gehüpft. Gegangen weniger. Schritte mache ich ja keine beim Konzert. Ich meine, dieses ganze Gepogen und so finde ich ziemlich dämlich. Das mache ich nicht. Wobei, Pogen geht fast noch, aber Circle of Death, Moshpit und so weiter, das ist Wall of Death. Weiß ich nicht. Ich bin auch da, ein Konzert zu genießen und nicht die Band quasi zu verpassen, weil ich mich selbst gerade anderen Leuten prügel. Ganz schlimm ist ja Violent Dancing. Das ist total dumm, sowas. Keine Ahnung. Aber Revelio. Wenn, dann hüpfe ich oder mach so bei einem Konzert. Na, das war's doch schon. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Och, natürlich sind die teuer. Ich meinte erst neu, ich habe genug Geld, ne? Es hat sich eben erledigt. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Scheiße. Gut, ein bisschen haben wir wieder. Problem ist, großen Topf. Ich weiß nicht, ob ich einen großen Topf brauche oder einen mittelgroßen. Gab ja gerade beides, bin ich der Meinung. Ja, mittlere Tier. Mittlere Töpfe und große Töpfe. Und die Frage ist auch, kann ich in große Töpfe alles reinpflanzen oder müssen auch große Pflanzen rein? Warte, mittelgroß für 700? Groß 1000. Kann ich beide kaufen? Nichts ist schöner, als genau beide. Das Richtige zu finden. So. Dann bin ich im Zweifel gerüstet. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfe. Jawohl, Benjamin Sisko mache ich dann. Hey, Hogwarts. Raum der Wünsche, ab dafür. Deswegen Sprünge, ja, passt. Ja, Corinne, was ist denn viel? Du bist ja offenbar Experte. Ich habe echt keinen Plan, was da viel sein soll. Ich meine, er wollte aber ein bisschen angeben, wie er gesprungen ist, wie viel. Und dann sagst du, ist nicht viel. Das ist voll gemein von dir. So. Immer beim gotischen Stil bleiben, ist ganz klar. Rotieren. Plopp. Nein! Ach, egal, dann bleibt erstmal so. Vielleicht reicht das ja schon. Nee, komm, das ist Quatsch. Ich mach den jetzt auch noch rein. Der kommt auch noch in der Ecke irgendwo. Nein, ich wollte. Ach, Scheiße. Bin vielleicht bei der Steuerung raus hier, ist auch egal. Auf jeden Fall ist ein gigantischer. Ich glaube, ich stehe, glaube ich, mittig sogar rein. Der passt mittig, glaube ich, ganz gut. Farbe natürlich schwarz. Was sonst? Plopp. Und warte dann auch die Marionette machen. Das geht ja so nicht. Ach, geht. Mist, jetzt habe ich die drücken. Nein! Ist geahnt. Gilt nur für die aktuelle Auswahl. War ja klar. Gut, egal. Soweit das. Interagieren. Flussgas geht hier. Aber ich glaube, es geht überall. Guck mal hier. Ich kann ja auch oben alles auswählen. Also umso größer, umso besser. Grob gesagt. Flussgas. Und zwar gleich viel davon. Und viel ist relativ. Es gibt nur einen Tag dazu, sehe ich gerade. Dachte davon, dass die verdoppelt werden von 3 auf 6. Aber nein. Es ist einfach nur 3. Und Flussgas braucht aber auf jeden Fall ein großes. Gut. Da bin ich ja zufrieden, gleich ein großes geholt zu haben. Ja, alles richtig gemacht, eigentlich. Ich bin gemein, weißt du doch, ja. Los, ja. 8000 mit normalem Rumgedänze während einer Stunde. Was ist das Rumgedänze? Oder was? Rumgedänze. Da sehe ich gerade, ich bin wieder durch mit meiner 1 Stunde 20. 19 und 10 haben wir es jetzt. Ich wollte ja 19 Uhr schon Pause machen. Heißt, wir haben es dann gleich. Ich gucke da mal ganz kurz bei Talenten, denn ich habe ja noch einen Talentpunkt übrig. Gut, hier schon mal nichts. Oh ja. Zack. Nehmen wir uns direkt. Schockfälle. Oh, geilo. Das mache ich auch öfter mal. Das super mega. Muss ich danach auch nehmen. Super mega gut. Und das hier. Ah, auch Hammer. Freue ich mich schon drauf. Ja, das ist alles nett, aber brauche ich nicht unbedingt. Läuft. Was wäre noch gleich gewesen? Sachen, die ich nicht brauche, aber cool wären. Ach, egal.
So, ich halte keinen Rekord, ich bin alt. Na gut. Ihr habt da gerade ein super spannendes Thema, glaube ich, aber nichtsdestotrotz fürchte ich, muss ich dann an der Stelle unterbrechen, denn wie gesagt, dann mache ich jetzt mein Päuschen. Ich will den Stream auch jetzt ganz beenden, denn wenn Samira 19.30 Uhr kommt, schätze ich mal, braucht sie noch ein bisschen, um sich auch bereit zu machen. Dann wird es vielleicht doch ein bisschen später werden als 19.30 Uhr, vielleicht 19.45 Uhr oder 50 oder so. Vielleicht auch erst 20 Uhr. Bleibt am Ball, wir finden das raus. Danke fürs Zusehen soweit, liebe Leute. Man sieht sich beim nächsten Mal, am besten nachher gleich bei Dead Island 2. Mal schauen, wie lange wir spielen. Ich hab Bock, neuer PC hat Bock, wird lustig. Gehabt euch wohl. Und Ende für die Aufnahme.